Wisst ihr, was ich auch immer so geil finde, wenn so Superstars, wenn man die so im Interview sieht und die sind dann in irgendeiner Home-Story und sitzen da irgendwie in ihrer bling-bling, nur aus purem Gold gegossenen Bude, haben irgendwie noch so ein Zebra auf dem Schoß, das sie kraulen. Und sagen dann, also im Prinzip, ich bin schon sehr bodenständig geblieben. Also, nee, ich habe den Kontakt zur Basis nicht verloren. Ich gehe auch noch selber einkaufen. Und dann fragt der Journalist einfach mal nach, wie teuer ist der Liter Milch? Ja, 9 €. Und man denkt, ah, was kauft der? Einhornmilch? Ich weiß es nicht. Und wisst ihr, was ich dann so schrecklich finde? Dass es ja vielleicht bald stimmen könnte. Gott, oder? Ich war letztens wieder tanken. Da dachte ich, gut, dass ich mein Louis Vuitton Kanister dabei habe. Ich tanke jetzt immer nur 3 Tropfen und die teile ich mir auch ein. Ey, wirklich. Und wisst ihr, als ich dann gedacht habe, ich mach's schlau, ich fahre gar nicht mehr einkaufen. Ich bestelle das jetzt alles vom Sofa aus und lass mir das liefern. Und was macht DHL? Macht die Päckchen teurer. Und du denkst, Mann. Aber andererseits, ich sag mal, wenn die das den Boten zukommen lassen, dann fände ich es wieder gut. Ne? Also das wäre wieder total sinnvoll. Also vor allen Dingen bei meinem Boten. Ich habe wirklich einen sehr, sehr netten Boten. Also der ist auch, also ja, ich sag mal, wenn der klingelt, dann bin ich auch gern mal zu Hause. Also, ne, wirklich. Jetzt zum Beispiel, ich wusste am Valentinstag, wusste ich jetzt, Punkt 11 Uhr, überreicht er mir einen großen Strauß voller roter Rosen. Hatte ich mir selber bestellt, klar. Aber ja, man muss sich ja um sich selber kümmern, ist ja klar. Und ich dachte, das ist eigentlich ganz geil, weil Valentinstag kann auch so nerven, ne? Wenn du so überlegst, so, oh, wer schenkt wem was, nur sie, ihm oder nur er, ihr. Und den ganzen Tag oder nur morgens Kaffee ans Bett, am besten schon gemahlen. Alles so diese Sachen. Und da wusste ich, geil, ne? Nach 20 Sekunden ist das abgefrühstückt, aber die müssen stimmen. Also, was machst du, wenn es klingelt, nicht sofort an die Tür. Bin eh nicht so schnell in Bademantel und Pumps. So, dann kurz vorher noch mal schön den Kopfstand für den Teng, klar. Und dass die Brüste mal wieder in eine richtige Richtung hängen. Und was ganz wichtig war, richtiger Soundcheck. Also, wenn das schon so 20 Sekunden sind, dann muss da was Richtiges laufen. Ich habe mich da entschieden für, ich weiß nicht, ob ihr es noch kennt, von Alice und Stefan Waggershausen. Zu nah am Feuer, zu nah am Tabu. Ja, irgendwann dachte ich, ja, so geil ist das Lied auch nicht. Jetzt habe ich das Kacklied 3-mal gehört. Wo bleibt der denn? Ja, ich Tür aufgemacht, Zettel am Briefkasten, laute Musik, keiner da, Blumen beim Nachbarn. Ich so, oh nein, ey. Weißt du, das war morgen schon so frustriert losgegangen. Meine Kinder standen vor mir. Was sind denn unsere Geschenke? Und ich so, was? Geschenke? Sag mal, hackt's oder was? Ey, Valentinstag, Geschenke, Entschuldigung. Zu Weihnachten, okay. Aber Geburtstag, okay. Früher habe ich mich gefreut. Sag ich mal an Nikolaus über eine Walnuss und eine Mandarine im Stiefel. Naja, gefreut. Aber gut, heutzutage hast du ja irgendwie Bescherung an Ostern. Da kriegst du zu Nikolaus irgendwie eine Wunschliste. Ich sehe uns schon in ein paar Jahren da stehen. Sag mal, habt ihr schon was für Buß- und Bettag? Oh. Ach, hier, Geschenke. Und dann der Killersatz, weißt du, wenn Kinder vor dir stehen. Sarah und Alana kriegen aber Geschenke. Oh Gott, Sarah und Alana kriegen Geschenke. Nein, du willst ja auch nicht schuld sein, dass sie in 30 Jahren auf der Couch liegen. Der Bruch kam eigentlich am Valentinstag. Ja. Das heißt, was mache ich? Oh, Gott sei Dank hatte ich noch 2 Packungen Moncherie. Nein, keine Angst, da war nichts mehr drin, die waren abgelaufen. So. Da hier, ihr Mäuschen. Und dachte, muss ich gleich nur dran denken, die auszutauschen. Jetzt war ich ja gedanklich ein bisschen am Feuer und auch am Tabu. Irgendwann mittags ruft die Schule an. Frau Feller, ihr Sohn hat sich übergeben. Was? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich komme ihn holen. So, ich also in die Schule, dann die Lehrerin, ne? Frau Feller, kommen Sie mal. Sie müssen, glaube ich, mit Ihrem Sohn da zum Arzt gehen. Der riecht ganz komisch aus dem Mund. Fast so ein bisschen wie Alkohol. Du denkst, ja, was sagst du? Am besten bleibst du bei der Wahrheit. Das glaubt dir eh keiner. Ich sag, ja, der ist stockbesoffen. Der hat heute Morgen schon eine Packung Moncherie verputzt. Und dann dieser Moment. Ah! Frau Wille, Sie immer und Ihre Witze. Ja, genau. So, komm, wir gehen. Hör auf zu atmen. So.
Aber ich sag mal, okay, das hat man noch mal so gerettet. Das Schöne ist, ich habe wirklich einen total netten DHL-Boten, ne? Und ich hab die Nummer vor ein paar Tagen, habe ich die mal in Münster, da komme ich ja her, habe ich immer so auf der Bühne erzählt. Ne? Ich so, ja, hier, das erzählt. Wusste nicht, dass offensichtlich irgendwie so ein Dienststellen-DHL-Betriebsausflug im Publikum saß. Am nächsten Morgen mein DHL-Bote von weitem. Ich sag, und? Hör mal! Weißt du, was heute Morgen in der Dienststelle los war? Die haben mich alle gefragt. Macht die echt im Bademantel die Tür auf? Ich sag, und was hast du gesagt? Ich hab gesagt, ich kenne die gar nicht anders. Weißt du, was das Gute ist? Wenn ich jetzt mal Vertretung brauche, ist kein Problem mehr. Dankeschön, vielen Dank.